Moin, hallo und willkommen zurück zu Noah Chronicles Stadt des Verbrechens. Ich bin jetzt bei Victor vor der Tür. Ich muss mal gucken, dass ich reinkomme. Das Wasser läuft einfach raus. Ich will wirklich nicht nass werden. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, dass ich ein bisschen was löse. Kette nehme ich das mal mit. Da. 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 Okay. Ein digitales Postfach. Somebody threatened him. What's going on here? So eine gute Frage. So kann ich den jetzt zudrehen hier? Ein Ventilsockel. Da ist ein Vogel drauf. Der hüpft sogar. Krass. Da sind Bienen drin. Oh, die kommen sogar raus. Okay. Ein Magnet. Kann ich den... Jetzt habe ich den da. Und was mache ich damit? Keine Ahnung. Da ist ein Fußabdruck. Ich will nicht nass werden. Gucken wir erstmal, was hier abgeht. Die Uhr versperrt die Tür. Wie kann ich sie bewegen? Da müssen wir irgendwas gegendrücken, ne? Aber, Das Ventil fehlt. Was haben wir hier? Ventilsockel. Ventilsockel. Das ist sehr tief. Ich brauche etwas, um da anzukommen. Dann nehmen wir den hier. Okay. Jetzt muss ich da reinfallen. Dann nehmen wir das hier mal zu. Das Sockel für das Ventil fehlt. Okay, schauen wir mal fest. Jetzt. Okay, hier ist ein Flohmarkt. Der sieht aber nicht mehr ganz so gesund aus, muss ich zugeben. Grüne Bohnen. Die da. Golfschläger ist hier. Ein Fotorahmen sehe ich jetzt auf die Schnelle gerade nicht. Filmklappe sehe ich jetzt auch gerade nicht. Klarinette. Da, direkt vor meiner Nase. Limonade ist hier. Da ist die Filmklappe. Ein Apfelkorb. Hier ist ein Apfelkorb, aber da fehlen Äpfel. Muss ich die Äpfel da hinten auch noch alle mitnehmen? Ew. Da ist noch ein Apfel. Jetzt haben wir es aber. Okay, ein Flugzeug ist hier. Eine Rassel ist... Gute Frage, wo ist denn hier eine Rassel? Sehe ich gerade nicht. Einen Kuchen brauchen wir noch. Der ist das Brot. Da ist ein Kuchen. Eine Krabbe ist hier. Pilz ist dort. Den Fotorahmen brauche ich jetzt noch. Der ist hier. Und die Rassel. Wo ist denn die Rassel? Eine Rassel. Sehe ich hier nicht. Wahrscheinlich wieder irgendwo in der hintersten Ecke, oder? Maske, aber so Backsachen. Was ist das eigentlich hier? Würde mich interessieren. Eine Sanduhr. Das ist eine Rassel, eine Babyrassel. Okay. Golfschläger. Was mache ich mit dem Golfschläger jetzt? Kann ich dann das Ding da wegdrücken? Okay, wo ist Victor? Das ist eine gute Frage. Oh oh. Don't worry, Detective. We're on the same page right now. I won't kill you. He wants me dead as well as you. He? Who is he? That bastard boss of mine. I was his right hand for so many years. I killed Barbara and many others, and now he threatens me. I made only one mistake, and the boss is not pleased. But he's wrong if he thinks he will get rid of me that easily. I have evidence which can destroy him, and I plan on giving them to you. Must find that evidence before the cops come. Na, das ist ja wieder super. Hat sich jetzt Mortimer eingeschaltet oder was? Verschlossen.
must find that evidence before the cops come. Okay. Ich habe ein Gewicht bekommen. Das die Grammophonkurbel ist nicht hier, okay. Hier ist ein Bild. Da ist etwas in der Leinwand. Leider muss ich es aufschneiden. Dann schneid mal. Eine Kurbel. Ich weiß zwar nicht, wie die Kurbel da reinpasst, aber okay. Da ist ein Schlüssel, damit können wir den Schrank aufmachen. So, was haben wir denn hier? Da haben wir Gewichte. Da legen wir noch das Gewicht damit drauf. Jetzt sind nicht alle Gewichte hier. Da fehlt echt noch ein Gewicht. Da. Okay, hier. Anweisungen. Erreiche ein Gleichgewicht, indem du die Gewichte korrekt anordnest. Okay. Ich nehme die 15 und mache die da drauf. Und wir sind fertig. Okay. Jetzt habe ich ein... Was? Ein Tresorstück gefunden. Das reicht doch noch nicht, oder? Doch. Das sind die Sachen, die ich gefunden habe hier. That's my new destination. I'll bet that Victor stashed the evidence in there. Police are almost here. I'd better scram. Wer ist er? Gibt's hier noch? Da ist ein Fußabdruck. 16 von 33. Hallo. Can I help you? I need you to get inside Victor's warehouse. All right, but first I need you to do something for me. Something went wrong in a boiler room that causes heat problems. Fix that, and I'll give you the key. Ich frage nicht mal nach, wieso, weshalb, warum, aber okay. In einem Heizungsraum. Steckt fest. Okay, Heizungsraum. Was muss ich denn hier machen? Wie kann ich das aufpumpen? Ich sehe, dass da oben ein Ventil, das Ventil fehlt. Okay. Tresor ist verschlossen. Oha, das ist gefährlich. Ich muss das in Ordnung bringen. Na, das fängt ja schon wieder gut an hier. Hier haben wir schon mal irgendwas. Da sind schon mal Fingerabdrücke drauf. Taste Nummer 3 fehlt. Natürlich fehlt die Taste Nummer 3. Lumpen. Ich lasse mich nicht lumpen und kann ich nicht mitnehmen. Okay. Da ist noch ein Handabdruck. Ja, wofür kann ich den Lumpen denn gebrauchen? Ventil fehlt, da kann ich nichts machen. Da oben ist auch noch was drauf. Verdammt, das ist leer. Okay, dann wieder drauf damit. Jetzt kann ich erstmal was ölen. Was will ich damit ölen? Weiß ich noch gar nicht. Das geht nicht, weil das muss ich zumachen. Da ist noch was, die Taste Nummer 3. Okay. Der wurde nur einmal gedrückt, der wurde öfters gedrückt, der noch mehr und der ganz oft. 3. 8, 2, 4. Okay. Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber ja, okay. Ein Schraubenschlüssel und eine Mutter. Schraubenschlüssel und eine Mutter. Wofür könnte ich das denn gebrauchen? Ich kann was ölen. Ich glaube, ich muss draußen was machen. Was ist das hier? Eine Brechstange. Muss ich hier noch was machen? Ja, mit der Brechstange komme ich doch dahin, oder? Ach du meine Güte, eine Halloween-Kürbis. Da fehlt aber noch was. Hier müssen wir was reinschlitzen. Okay. Ein Halloween-Kürbis, bitteschön. Eine Babyflasche ist hier. Trillerpfeife ist... wo ist denn die Trillerpfeife? Weiß ich jetzt gar nicht. Ein Hamburger liegt hier auch noch irgendwo in dem Chaos. Oh Mann. Da liegt ein Hamburger.
Ein Mikrofon ist hier, eine Trillerpfeife ist da, eine Banane ist da. Ist das ein Pinguin? Ist ein Pinguin? Cupcake ist hier. Dann brauchen wir noch eine Biene. Eine Eidechse. Boah, was ist denn das? Eine Biene, eine Eidechse. Da ist eine Biene. Eine Eidechse sehe ich jetzt gerade nicht. Eine Zwille und ein Pfeil. Hier steckt noch ein Pfeil. Die Zwille ist da. Und jetzt brauche ich noch die Eidechse. Wo ist die Eidechse? Das ist Mr. Kartoffel hier, okay. Eine Eidechse. Ist das eine Eidechse? Nein. Das ist ein Stück Holz, okay. Ein Stiefel. Wo ist denn die Eidechse? Hier irgendwo? Nee, ne? Doch da. Jetzt habe ich eine Zwille. Was mache ich mit der Zwille? Ich muss es in Ordnung bringen. Die Zwille kann ich benutzen mit der Schraube. Okay. Kann ich das aufpumpen? Kann ich sie kaputt machen? Nein. Kann ich hier vielleicht die Mutter zudrehen? Da unten? Nein. Ich kann auch irgendwas ölen, aber was kann ich denn ölen? Ich dachte mal eine schlaue Karte. Ich kann in beiden Bereichen noch was machen. Okay. Das habe ich schon gemacht. Das muss ich aufpumpen. Da brauche ich das Ventilrad. Vorher geht das nicht. Das heißt, das Ventilrad muss ich hier irgendwie... Mann, das müsste man abklemmen eigentlich. Ein Schraubenschlüssel. Ist hier noch irgendwas am Pult, was ich noch reparieren muss oder so? Nee. Das geht auch noch nicht. Ich kann hier irgendwas machen angeblich. Was denn? Ich kann hier auch noch irgendwas machen. Okay, was haben wir hier? Ist das eine Art Code? Ich muss etwas finden, um ihn aufzuschreiben. Hier fehlt noch was zum Öffnen. Rasselschuss ist kaputt. Okay. Code aufschreiben. Fix that, and I'll give you the key. Das sagt sich so einfach. Ich soll das reparieren und dann gibst du mir den Schlüssel. Das geht noch nicht, weil ich habe den Code nicht. Ich denke mal, das wird dann draußen das sein. Das ist aber schwierig. Das ist gefährlich. Komm schon hier. Ich kann es auch nicht abklemmen oder so, ne? Oder abschrauben. Ich würde das hier wegziehen einfach irgendwie. Aber ich darf nicht. Dann kann ich das hier aber auch nicht machen, weil da fehlt das Ventilrad. Kann ich das nicht einfach kaputt machen hier? Nein, ich muss es aufpumpen halt, ne? Wofür brauche ich denn die Ölkanne? Würde mich mal interessieren. Ist hier noch irgendwas anderes, was ich anklicken kann? Irgendwas anderes? Ich glaube, die wichtigen Sachen habe ich alle angeklickt, ne? Ich sehe jetzt nicht, dass der Mauszeiger sich hier verändert. Da oben. Außer Reichweite. Oh je. Jetzt war es grün. Na komm schon, ich habe doch bei grün gedrückt. Okay. Nehme ich das Ventilrad und dann kann ich das hier zumachen, hoffentlich. Okay, jetzt habe ich hier einen Verschluss, den ich da drauf machen kann. Das geht doch sowieso nicht, das ist so schweineheiß, Mann. Schraube ist etwas rostig. Natürlich ist die Schraube etwas rostig. Das ist aber auch nicht ganz koscher hier. Jetzt habe ich das Ding und wofür brauche ich den? Ich
Brauche ich echt noch ein Ventil für irgendwas? Ach, für den Tresor. Ich habe keine Ahnung, wie der Code lauten soll, okay? Fix that and I'll give you the key. Ihr habt das doch gefixt, oder nicht? Ich brauche hier noch was zum Aufschreiben, ne? Da. Das ist eine Art Code. Ich muss etwas finden, um ihn aufzuschreiben. Ja, wahrscheinlich hier drinnen, ne? Aber wie kann ich den aufschreiben? Hier nehme ich die Dose und dann macht mir der da so ein Dingens drauf. Dann reparieren wir das Ding hier. Spraydose ist leer. Da ist Papier. Ich dachte wirklich, das würde funktionieren. Warum mache ich das jetzt grün? Achso, weil ich jetzt hier das Papier drauf drücke. Okay. Das ist die Kombination und dann kann ich jetzt hier den Tresor aufmachen. So, wie geht denn das los? Von da nach da oder wie muss ich das jetzt lesen hier? Folge den Anweisungen und drehe das Rad nach links oder rechts zu der vorgesehenen Zahl, um den Tresor zu öffnen. Das werde ich dann aber in der nächsten Episode machen. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.